Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Wir sind heute wieder vollzählig und berichten wieder über die Woche von Raw, SmackDown und NXT, wobei SmackDown nicht ganz erwähnenswert sein wird, weil war nicht sonderlich gut. Aber es gibt ja noch ein paar Punkte bei SmackDown, die definitiv gesagt werden müssen. Aber fangen wir vorne an mit Raw und da ging es diese Woche los, dass die Kommentatoren verkündeten, dass das Raw Championship Match zwischen Becky Lynch, Charlotte Flair und Ronda Rousey im Main Event von WrestleMania 35 steht. Was ich ziemlich gut finde, mal was anderes, weil man ist ja gewohnt, dass die Männer drin stehen. Dieses Mal stehen die Frauen mal im Mittelpunkt. Und ja, dann kam Ronda Rousey zum Ring und zwar unter lauter Buhrufen, denn danach kamen nur lauter We Want Becky Rufe. Ja, und dann wurde dies auch schon los zum ersten Match zu halbwegs. Denn es gibt ein Beat the Clock Challenge. Und ja, Charlotte kommt zum Ring und natürlich auch Becky. Oder ging es auch nach ein paar Wortwechseln los im ersten Match. Der Beat the Clock Challenge. Und zwar Ronda Rousey als Titelträgerin. Die Winkling ist eine Logan, die in Begleitung von Ruby Riott und Liv Morgan kam. Durch eine Submission im Armbar mit einer Matchzeit von 1 Minute 25. Sprich, sie legt die Zeit schon mal vor, die alle anderen unterbieten müssen. Ja, zweites Match war dann Charlotte Flair gegen Ruby Riott, das dann in einem Time Limit endet, weil sie die Zeit nicht unterbieten konnte, sprich ein No-Contest-Match im Endeffekt. Und dann das dritte Match war dann das letzte der Beat the Clock Challenge, wo Becky Lynch dann gegen Liv Morgan gewann, nach einem Roll-Up von 1 Minute 17, sprich sie hat die Zeit von Ronda unterboten. Ja, Leute, was haltet ihr von diesem Anfangssegment der Raw-Folge? Ja, also für mich war es eine kurze, aber aussagekräftige Promo von Ronda Rousey, die auch gut zum Gimmick passt. Gerade, weil sie ja so ein auf ist mir alles scheißegal macht. Das hat sie in der Promo auch gemacht. Das Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat, waren die 3 Mic-Drops. Das war ein bisschen viel. Aber ich habe mich auch gefreut, dass man endlich mal wieder eine Beat the Clock Challenge gemacht hat. Gab es schon lange nicht mehr. Und dass Becky die am Ende gewonnen hatte, fand ich gut, weil so teast man vielleicht sogar schon ihren Titelgewinn so ein bisschen, so von wegen, ja, Ronda Rousey ist schlagbar, auch wenn es so eine Beat the Clock Challenge war. Becky hatte meiner Meinung nach auch das beste Match von den dreien. Ja, da brauchen wir aber eigentlich auch nicht viel zu sagen. Und Charlotte hat mich ja mal ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten fand ich das Segment eigentlich. Ich stimme dir in allem zu. Ich fand es auch mal wieder gut, eine Beat the Clock Challenge zu haben. Ansonsten war alles grundsolide. Becky hat's gewonnen, finde ich gut. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich fand die Promo echt gut. Auch hier muss ich Luki tatsächlich zustimmen, denn diese 3 Mic-Drops waren mindestens einer zu viel. Der zweite war noch cool, aber der dritte war dann echt eine Nummer zu viel. Aber das, was sie gesagt hat, war halt richtig gut und hat mega gut da reingepasst. Das ganze Konzept der Beat the Clock Challenge endlich mal wieder zu bringen, mega gut. Auch, dass Becky gewonnen hat, super. Einziger Kritikpunkt ist und bleibt für mich Charlotte Flair. Das fängt schon beim Attire an, weil ich habe mich hier zwischenzeitlich gefragt, ob die Frau überhaupt eine Hose anhat. Und ja, dass man sie halt über die Zeit hinausschickt gegen Ruby Riott ist schon mal deswegen gut. A, es ist Charlotte Flair und B, es war Ruby Riott. Und was man sonst mit dem Riott Squad gemacht hat, auch innerhalb dieser Matchart, es war ja schon Abfertigung vom Fließband, aber genau die Leader des Riott Squad hat man eben nicht mal eben so schnell abgefertigt. Das war schon sehr schön durchdacht, muss ich sagen. Und von daher gerne öfter, gerne mehr, aber bitte auch mit dieser Qualität. Ja, sonst keine was dazu sagen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gut, macht auch nichts, denn das war ja eh nur ein sehr kurzes Segment, obwohl ich es als Opener auch relativ schön fand. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Match, beziehungsweise gab es nach diesen 3 kurzen Matches zwischen Becky Lynch und Ronda Rousey noch einen kurzen Stare-Down. Sie haben Unfreundlichkeiten ausgetauscht. Aber das ist ja man ja mittlerweile zwischen diesen beiden Damen gewohnt. Ja, im nächsten Match sollten eigentlich Bobby Lashley und Leo Rush schon wieder teamen. Aber Leo Rush ist nach der Attacke von Braun Strowman noch immer angeschlagen. Dadurch haben sie sich einen Ersatzpartner ausgesucht. Und zwar den Duden Verschwinder Mahal. Ja, das Match war nämlich ein 2-on-1-Handicap-Match zwischen, wie ihm schon sagt, Bobby Lashley mit Jinder Mahal in Begleitung von Leo Rush und Samir und Sunil Zayn. Und natürlich halt gegen wen natürlich? Gegen Bobby Finn Balor. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten. Finn Balor hat das Match gewonnen. Nach einem schönen Tour de Gras hat er gepinnt.
Und zwar nach 5 Minuten 48. Ja, ein sehr geniales Match. Finn Balor hat sich sehr gut erfolgreich gegen die beiden durchgesetzt. Zwischendrin kamen ein paar Ablenkungen, was zu erwarten war von Leo Rush und den beiden Gebrüdern. Aber das hat Finn Balor nicht wirklich interessiert. Er hat professionell alle Blöcke gemacht, zuletzt einen wunderschönen Tudra gelandet und das Match dadurch dann gewonnen. Ja, und mit diesem Sieg hat sich Balor dann ein Titelmatch verdient, gekämpft um den Intercontinental Championship bei WrestleMania. Ja, nach dem Match kamen dann noch ein paar Sachen, und zwar war Bobby Lashley relativ verärgert darüber, dass Verschwinder Mahal mit seinen komischen zwei Brüdern es absolut nicht geschafft hat, den Sieg zu bringen. Daher hat er sie einfach mal zerstört. Ja, ein paar schöne Power Slams. Ich glaube, waren sogar eine Powerbomb dabei. Sogar ein Spear, glaube ich, gegen Verschwinder Mahal. War auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Match. Wie seht ihr das? Also mal erstmal eine Frage an dich. Es war, du hast es nicht erwartet, dass Finn Balor das gewinnt? Ein Sieg schon, aber nicht so extrem, weil gegen so zwei Leute ist es nicht leicht. Gegen Finn Mahal. Ja gut, Verschwinder Mahal alleine, aber man kennt ja die Tricks der beiden, sein Brüder und die Tricks des eins Leo Rush. Wenn man denkt, dass Leo Rush dafür verantwortlich war, dass Finn Balor seinen Titel überhaupt wieder verloren hat. Also zugetraut hätte ich denen alles, damit sie finde, dass Finn Balor das Match verliert. Aber er hat gewonnen, was ich sehr gut finde. Und er hat das, was wir alle wollten. Er hat ein Titelmatch. Endlich wieder. Und wenn wir Glück haben, was ich sehr hoffe, holt er sich den Titel wieder. Sag mal so, bis zu dem Zeitpunkt war das für mich das beste Segment, weil man hat hier wirklich Leo Rush durch Jinder Mahal ersetzt, der das Ganze nicht besser macht. Und als ich das gesehen habe, habe ich so den Todeslachflash gehabt. War echt lustig. Naja, das Ergebnis war für mich allerdings klar. Und jetzt baut man hoffentlich auch den Demon für das Titelmatch auf. Auch wenn es nur eine Woche ist, ist vielleicht ein wenig. Aber freuen wird's mich. Und dann könnte man den Bobby Lashley auch, sage ich mal, besiegen, ohne dass es unrealistisch wirkt. Ich habe da eigentlich überhaupt nicht viel zu sagen, außer der Tatsache, dass ich schon bei Match-Ansetzung gesagt habe, dass Jinder Mahal für nichts anderes da ist, als der zu sein, der gepinnt wird. Und von daher, der Matchverlauf war gut, weil das war ein Match mit Finn Balor. Die sind zu 90% gut, aber ich hätte es nicht gebraucht, ganz ehrlich. Zumindest nicht so. Ja, stimme ich dir ausnahmsweise mal zu. Gebraucht habe ich es auch nicht. Vor allen Dingen, ich brauche Jinder Mahal nicht. Auch wenn es mir irgendwie klar war, dass Jinder Mahal dann rauskam, wen bringen sie sonst? Ja, naja. Im Endeffekt hat Finn Balor gewonnen und das ist das Einzige, wo ich dazu sagen muss, dass das echt gut war. Gut, wenn niemand mehr was zu sagen hat, gehen wir weiter zum nächsten Segment. Und zwar zur ersten musikalischen Unterhaltung. Die WWE bietet uns hier mittlerweile ein musikalisches Unterhaltungsprogramm. Durch den guten Elias. Dieses Mal stand er nicht im Ring, nicht auf der Rampe, nicht auf der Bühne. Nein, er war theoretisch anwesend, denn er stand auf dem Times Square. Ja, und dort meinte er halt, ja, dass eigentlich um diese Zeit der Times Square schon ziemlich leer sei. Aber alle Leute, die im Event da seien, nur wegen seiner Performance da sind. Und er verspricht den Leuten die beste Performance, die großartigste Performance aller Zeiten darzulegen. Ja, kaum beginnt er zu spielen, kommt ein anderer Gitarrist von der Seite und unterbricht ihn mehrmals. Ja, wir wissen, Elias mag es gar nicht unterbrochen zu werden. Daher reagiert er sehr unwirrig und schlägt dem komischen anderen Gitarristen davor, er sollte doch lieber in der U-Bahn spielen. Ja, dann zieht dieser ab und wir kommen dann auch schon zum nächsten Match. Ein Non-Title Tag Team Match zwischen Aleister Black und Ricochet gegen die Champions, The Rivals, Scott Dawson und Eschwalder. Ja, Aleister Black Ricochet gewann wieder einmal, was ich wieder sehr schön finde, dass sie immer wieder gewinnen. Durch Pin von Ricochet an Wilder nach dem 630 Center. Matchzeit dieses Mal 8 Minuten 57. War wieder schön lang. Ja, ich muss sagen, ein echt geniales Match. Ricochet immer wieder alles, was er kann. Auch ein Aleister Black hat einige Springboard Moves gezeigt, wo ich dachte, wow, sehr nice, sehr geiles Match. Ja, wie gesagt, 8 Minuten 57. Mal wieder etwas länger für die beiden Leute. Was haltet ihr davon? Ja, Aleister Black ist ja schon bekannt dafür, dass er auch Springboard Moves kann und die auch nicht gerade schlecht. Ein Aleister Black ist nicht nur für sein Kopfselling bekannt. Aber das Match war meiner Meinung nach echt gut. Hatte zwar zwischendurch so eine kleine langweilige Phase, aber hat sich dann relativ schnell wieder gefangen. Das Finish war echt stark mit dem Black Mass an Scott Dawson und Dash Wilder. Und dann noch der 630 hinterher. War ein echt starkes Match, ein echt starkes Finish. Kann man, denke ich, wenig Negatives zu sagen. Nee, also Match war geil, gerade wie gesagt, der doppelte Black Mass, super verkauft und super umgesetzt.
Und ich finde auch, das, was wir vor ein paar Wochen noch kritisiert haben, mit der Geschwindigkeit von Aleister Black, man merkt von Woche zu Woche mehr, dass er das versucht, auch in den Main-Shows durchzuboxen. Und von daher, ich hoffe irgendwann, dass noch viel mehr und gerne auch längere Matches dabei rumkommt. Ich stelle mir gerade tatsächlich vor, Aleister Black und Ricochet in einer Gauntlet-Variante, wie wir sie bei SmackDown hatten. Ich würde es feiern. Ich stimme euch voll und ganz zu, das Match war richtig nice. Und hey, mal länger wie 6 Minuten. Langsam dürfen sie mehr Matchzeit bekommen. Finde ich schön. Ja, nächstes Segment, dieses Mal Drew McIntyre kommt in den Ring und meint, dass die Fans ihn trotz seiner Unbeliebtheit respektieren sollten. Ja, er konnte von Reigns sprechen. Er hatte ihm ja eine Woche Bedenkzeit gegeben. Aber mache Roman Reigns keinen Vorwurf. Ja, dann haben wir einen Rückblick auf die Attacke gegen Reigns und so weiter, dass Reigns damals die Karriere bereits beendet hätte sollen und so weiter. Ja, dann kam dann irgendwann Roman Reigns in den Ring und meinte dann, nachdem er sich vor McIntyre aufgebaut hat, dass er also Roman die Herausforderung akzeptierte. Die nächste Mitteilung kommen jedoch nicht von Roman. Er warnt seinen Kontrahenten davor, jemals wieder über seine Frau und seine Kinder zu sprechen. Ja, anschließend greift Reigns McIntyre an und nachdem er ihn aus dem Ring verarbeitet hat, kann sich McIntyre mit einem Low Blow einen Vorteil verschaffen und verpasst Reigns dann einen Claymore-Kick. Ja, dann hat nach einer Werbepause McIntyre noch auf Dean Ambrose getroffen im Backstage-Bereich und Ambrose wundert sich darüber, dass McIntyre ihn als Kakerlake bezeichnet und meint und der Meinung wäre, dass er das unziefer ausgelöscht hätte. Ja, Ambrose fühlt sich natürlich gar nicht als Kakerlake und ja, der Schotte, also Quatsch, Ambrose fordert ihn dann, also zu McIntyre, zu einer Match heraus mit einer besonderen Stipulation, und zwar ein Last Man Standing Match. Ja, der Schotte Drew McIntyre greift die Simulation auf und fragt sich, wie Ambrose überhaupt noch stehen könne. Er verspricht Dean Ambrose, dass er nach dem heutigen Abend nicht mehr stehen kann. Ja, kommen wir zum nächsten Match. Das nehmen wir gerade noch mit. Ein Singles-Match. Sasha Banks gewinnt gegen Natalya. Allerdings die Disqualifikation, nachdem Tamina ihr einen Superkick verpasst hat. Ja, natürlich waren Bayley und Beth Phoenix auch wieder am Start. Und Tamina kam ja logischerweise auch nicht alleine, sondern mit Nia Jax dabei. Ja, 7:36 Matchzeit. Und ja, nach dem Match machte Phoenix den Save und hat Jax bereits auf ihren Schultern. Diese wird aber von Tamina gerettet. Und Tamina bekommt im Anschluss den Clam Slam verpasst. Und während sich Natalya und Beth dann im Ring umarmen, steht das Publikum einen Houston Got It an. Ja, Leute, was sagt ihr zu diesen 2 Segmenten und diesem Match? Ja, das Segment fand ich sehr gut, kurz und knapp. Das Match ja, war wieder so ein typisches Match jetzt zum Aufbau für das WrestleMania-Match. War diesmal in Ordnung. Ja, Tamina und Nia Jax brauche ich nicht. Ich fand's gut, dass Beth Phoenix dann Tamina einfach abgefertigt hat. Ja, und ich sage es jetzt einmal so schön, ich finde, Beth Phoenix stand jetzt jahrelang nicht mehr in einem Ring und hat jetzt schon gezeigt, dass sie jetzt schon immer noch besser ist wie Tamina. Also, wer von beiden stand jahrelang nicht im Ring? Verstehe es nicht. Aber alles gut, fand ich in Ordnung. Der nächste, bitte. Ja, war für mich eine echt starke Promo von Drew McIntyre mal wieder. Auch die paar Worte von Roman Reigns waren nicht schlecht. Ich finde, man macht, wie gesagt, schon oft gesagt, mit Roman Reigns immer noch alles richtig. Dass der Brawl danach kam, war auch abzusehen, wo beide auch ihre Momente hatten. So baut man das Match, finde ich, ziemlich gut auf. Und ich bin auch echt gespannt auf das Match. Also guter Klassiker. Hoffentlich mit Reigns als Sieger. Weil, ja, wobei, mir ist eigentlich egal, wer gewinnt, aber Reigns will es gönnen. Drew McIntyre auch. Naja, egal. Auf jeden Fall, das mit Dean Ambrose fand ich auch gut, gerade weil es ja momentan echt danach aussieht, dass er gehen wird und das Ganze nicht eine Storyline ist, finde ich, dass es gut ist, dass er noch ein paar Matches gerade mit Stipulations bekommt, um auch noch so seine Lunatic-Geschichte durchzubekommen. Ja, das Match von Natalya und Bayley war es, nee, Sasha Banks, fand ich auch nicht schlecht. Das mit Nia Jax war am Ende ziemlich unnötig, wirkt für mich einfach. Grundsätzlich möchte ich jetzt erstmal den Running Gag der letzten gefühlt 3 Podcasts aufnehmen, also hergeht das hier, war jetzt Rekord. Ich habe jetzt ernsthaft mitgezählt. Das waren jetzt 15 Ja's in einer Zusammenfassung. 15. Hey, ich habe den Rekord aufgestellt. Ja, Mann. Glückwunsch, Hergi. Bekomm ich jetzt einen Keks? Du stehst auf. Du hast in deinem Kommentar dazu gleich 3 Ja's benutzt.
Zähl das mit. Aber jetzt zu meiner Meinung. Promo, sau stark von allen beiden. Ich finde auch, dass Roman Reigns einfach immer mehr Mike-Skills bekommt. Ich weiß nicht, ob man ihm einfach erlaubt hat, dass er ein bisschen freier reden darf, weil scheinbar scheint das zu funktionieren. Der Brawl war abzusehen und ich habe zu Michi gesagt, wenn jemand so über meine Familie reden würde, ich glaube, ich hätte auch so reagiert. Die Geschichte Backstage mit Dean Ambrose, ich bin froh, dass es sie gab, denn es gab ja schon andere Gerüchte, dass man Dean Ambrose jetzt vor den Kameras gar nicht mehr zu sehen kriegt. Von daher alles richtig gemacht und das Frauending, Malu hat eigentlich schon alles gesagt. Beth Phoenix steckt mit ihrem hohen Alter und ihrer Ringabwesenheit im Hintergrund gefühlt immer noch Tamina und Naya zusammen in die Tasche. Ich freue mich tatsächlich drauf, Beth Phoenix wieder im Ring zu sehen, ganz ehrlich. Nächster, bitte. Also die Promo von McIntyre und Reigns fand ich mega. Vor allem, wie die WWE das jetzt mit der Geschichte aufzieht, mit Reigns und seinem realen Charakter, sein Joe oder wie er heißt im realen Leben. Finde ich schon interessant. Dean Ambrose ja war überraschend. Ich hätte nicht mitgerechnet, dass man ihn doch noch zu sehen bekommt. Und zu dem Match muss man auch Malu recht geben. Da hat eine Beth Phoenix mehr drauf als eine Tamina oder Nia Jax. Und warum mussten Nia Jax und Tamina wieder in dieses Match eingreifen? Wird langsam langweilig. Man hätte ja auch mal die Iconics zu Raw packen können, dass die eingreifen. Aber naja, die halten sich irgendwie im Hintergrund. Da wage ich sogar mal die Überlegung in den Raum zu werfen, dass das der Grund ist, dass die beiden sogar den Titel gewinnen könnten. So nach dem Motto, alle anderen kloppen sich drum und wir machen das ganz geschickt hintenrum, wenn es dann drauf ankommt und stehen dann als die unerwarteten Gewinner da. So könnte ich mir vorstellen. Ja, habe ich ja gestern auch schon gesagt. Irgendwie, dass die dann da vielleicht drauf hinauflaufen, dass die den Titel gewinnen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich will nicht eine Tamina oder Nia Jax am Ende als Champion sehen. Wäre eine dumme Idee, weil dann müsste man die Titelgurte vergrößern. Ja, und Vince McMahon hat zwar Geld, aber ich glaube, er gibt nicht gerne unnötiges Geld aus. Gerade für so zwei Leute, die es sich verdient haben. Ja, aber genug des Hates gegen die beiden. Ja, was heißt Hate? Das ist die Wahrheit. Ja, aber gehen wir weiter. Es gibt nämlich dann die Verkündung für die nächsten Leute, die in die Hall of Fame eintreten. Und zwar sind es Bret Hart und Jim Neidhart, sprich The Hart Foundation, die in die diesjährige Hall of Fame aufgenommen werden. Ja, nach dem üblichen Video wird zurück in den Ring geschaltet, wo Natalia und Beth noch verweilen und man sieht eine emotionale Natalia, die Freudentränen vergießt, weil ihr Vater ja in die Hall of Fame einzieht und das Publikum bedankt die Szene mit wohlwollendem Jubel. Ja, dann machen wir nochmal einen Abstecher, das wollte ich sagen, in den Backstage-Bereich zu Charlie Caruso und Kurt Angle, der gut gehört, spricht über seinen heutigen Samoa Joe und meint, ja, er weiß es jetzt zu schätzen, dass Joe am heutigen Abend extra einen Abstecher von SmackDown 7 zu Raw macht und erzählt, dass er bei seiner Abschiedstournee nicht wirklich viele Hände schütteln möchte, sondern seine Karriere nach seinen eigenen Bedingungen beenden möchte. Und meinte dann auch, dass es ihm eine Ehre gewesen sei, bisherigen Apollo Crews und Jack Gable anzutreten. Und bei WrestleMania werde er für Baron Corbin bereit sein. Ja, kaum spricht man ihn aus, schon kommt er auch schon. Der gute Herr Corbin, ja, erquatsches Interview, aber er wird ganz schnell von Todd Engel abgewimmelt, was ich auch gut finde. Reicht schon, wenn wir ihn bei WrestleMania dann in dem Match sehen. Obwohl ich voll gespannt bin, weil wir haben es letztes Mal schon gesagt, dass es Gerüchte gibt, dass er doch ersetzt werden soll. Wir sind gespannt. Ja, und dann kam ein Moment, eine Sequenz, die ich extrem gefeiert habe. Und zwar eine weitere Ausgabe von A Moment of Bliss. Ja, Alexa Bliss sitzt ausnahmsweise mal im Ring, nicht auf der Rampe. Sie prahlt damit, dass das WrestleMania-Lineup seit ihrer Verkündung als Host deutlich besser geworden sei und stellt dann den Main Event der Frauen noch vor. Über eine Videosequenz zeigt sie dann die Schwierigkeiten zwischen Braun Strowman und den Komikern von Saturday Night Live, Colin Jost und Michael Kay. Ja, und danach begrüßt sie Braun Strowman im Ring. Sie rippt mit Strowman einige seiner Gewalttaten der Vergangenheit durch und schaltet dann per Video Jost, ich hoffe, ich spreche den Namen, Jost und PNG dazu. Und Jost meinte dann, er hätte Fehler gemacht, indem er eine Kappe in New York, Metz und Philadelphia getragen hat und zieht nun eine Kappe der New York Yankees für die Show
in Boston an. Dieses sorgt dann für einige G-Pad. Zeus fordert von Strowman schließlich dazu auf, für den Schaden des zerstörten Autos aufzukommen. Von Strowman könnte diesen Schaden wieder gut machen, indem er ihm ein Autogramm seines Lieblingsfestes besorgt, der Brock Lesnar ist, was natürlich Schwachsinn ist. Strowman schlägt lieber vor, dass Zeus Teil der Battle Royale bei WrestleMania wird, ansonsten würde er die beiden bei WrestleMania Backstage auch spüren auseinandernehmen. Shane übrigens hält das dann für eine gute Idee und akzeptiert den Namen seines Kumpels, der logischerweise nicht sehr bereichert davon ist, weil zwei Leute, die nicht so Wrestling zu tun haben, in einer Battle Royale. Trahlriemen von Strowman, keine gute Idee. Ja. Von Strowman allerdings fügt dann hinzu, dass nicht nur Joe's bei der Battle Royale dabei ist, sondern auch Shane. Und ja, Braun Strowman fordert Alexa Bliss dann auf, diese beiden Gestalten, nenne ich sie mal, bitte offiziell zum Matchcard hinzuzufügen, für zu Battle Royale. Nach kurzem Zögern, wo Alexa meinte, nee, sorry, kann ich nicht machen. Man sieht, Quatsch, kann ich machen. Und stimmt dem Wunsch des Gastes zu. Ja, ich fand das Segment ziemlich geil. Vor allen Dingen, wo sie so schief versucht hat, Joe's in die Scheiße reinzureiten. Aber jetzt selbst in der Battle Royale drin steckt und ich bin gespannt auf WrestleMania, in wie vielen Sekunden Braun Strowman die beiden rausschmeißt. Was sagt ihr dazu? Ich fand das Segment wieder mal sehr lustig. Ich glaube, das ist bei A Moment of Bliss mittlerweile vorprogrammiert, dass die Segmente lustig werden. Warum die beiden jetzt in dem Match sein müssen, verstehe ich nicht, finde ich auch nicht gut. Aber ansonsten war ich das Segment auch nicht gerade. Ich dachte gerade, Michi wollte was sagen, weil das Mikro aufgemacht hat. Nee, also Segment fand ich sau stark. Ich kann auch hier wieder nur erzählen, wie wir es erlebt haben. Michis erste Reaktion war beim Gucken, warum steht da nur ein Stuhl, wenn drei Gäste eingeladen sind? Gut, da wussten wir natürlich noch nicht, dass die beiden nur per Video zugeschaltet werden. Und ja, es ist schwierig, sich vorzustellen, dass die zwei was reißen. Aber wir hatten schon mal so die Überlegung tatsächlich, ob die zwei nicht sogar eher ein Hindernis für Braun Strowman werden. Weil er sich so sehr auf die zwei konzentriert, dass irgendein Dritter kommt und ihn innerhalb von kürzester Zeit aus dieser Battle Royale rausboxt. Könnte ich mir halt auch vorstellen und das wäre ziemlich dämlich. Naja, mal gucken. Stimme ich dir so zu? Das kann natürlich sein, dass er sich zu sehr auf die beiden konzentriert und dann irgendwann hinterrücks attackiert wird und rausgeworfen wird. Hoffe ich auch nicht, aber wir werden es sehen. Ansonsten fand ich es auch wieder ziemlich witzig. Also ich fand es Segment auch wieder richtig lustig, ja, und ich habe gesagt, warum steht da bloß ein Stuhl bei drei Gästen? Aber ich kann es verstehen, dass sie sich nicht blicken lassen wollen vor einem Strowman, vor allem, weil sie den ja dann so wütend gemacht haben. Ich hätte dann nicht erleben wollen, wie er dann ausgerastet wäre, wenn die vor dem gestanden wären. Ja, und mit dem Match zu der Battle Royale kann ich auch nur das sagen, was Daniel schon gesagt hat, dass er sich vielleicht zu sehr auf die zwei konzentriert, dass ihm das dann zum Verhängnis wird und er dann aus der Battle Royale ausscheiden. Ja, dann gehen wir weiter zur nächsten musikalischen Unterhaltung, denn wir schalten wieder live zu Elias, der sich immer noch auf dem Timeshare befindet. Allerdings hat er sich dieses Mal mit einer Tasse Kräutertee gemütlich gemacht und ja, was passiert, wenn ein Mann mit einer Gitarre und einer Tasse oder einem Becher an sonnenbrandem Ort steht? Natürlich, es kommt immer vorbei und verwechselt diese Tasse mit einem Spendenbecher. Genau das ist geschehen. Ein Passant kam vorbei, verwechselte die Tasse mit Spendenbecher und warf eine Münze in den Tee von Elias. Ja, was passiert? Elias riecht den Schussspann immer auf, redet sich in Rage, aber bevor er wieder klaren Gedanken fassen kann, ist die Übeltäter schon verschwunden. Ja, kurze Sequenz von Elias. Relativ lustig, sag ich jetzt mal. War auch die letzte Sequenz mit Elias für heute. Denn wir kommen zum siebten Match. Und zwar ein Singles-Match. Baron Corbin gegen Apollo Crews. Baron Corbin gewann durch Pin nach dem End of Days gegen Apollo Crews mit einer Matchzeit von 3 Minuten. Ja, Leute, kurzes Segment, kurzes Match. Was habt ihr dazu? Das Segment hat mich jetzt nicht so wirklich interessiert und das Match kann ich auch kurz zusammenfassen. Langweilig. Stimme ich voll und ganz zu. Das Beste an dem Segment war, wo Elias dem seinen Koffer geklaut wurde. Und zu dem Match hätte ich nicht gebraucht. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Auch wenn man dadurch jetzt einen Baron Corbin für WrestleMania ein bisschen durch den Sieg aufgebaut hat. Also, ich brauchte das Segment nicht und das Match schon gar nicht. Ich brauche Baron Corbin nicht im Ring. Gegen Apollo Crews habe ich nichts, aber dass man ihn so westwaschen lässt von einem Baron Corbin. Naja, ich fand's nicht gut. Das Segment hat für mich ein Problem. Das ist
etwas, was ich tatsächlich diskutieren möchte, beziehungsweise was ich ansprechen will. Mal davon ab, dass auch ich es nicht gebraucht hätte, frage ich mich, wo bitte soll das noch hinführen für Elias? Weil man kann von ihm ja charaktermäßig halten, was man möchte, aber er kann halt so viel Gutes im Ring und wird dann ja so verbuckt im wahrsten Sinne des Wortes. Und langsam regt mich das bei Elias echt auf. Ja, mein Tante Elias Anastasia zu dir, wir setzen so ein. Und das für den Gitarrenkoffer kommt übrigens später. Mir ist gerade eingefallen, wir haben ihn gerade doch nicht zum letzten Mal gesehen. Nein, er kommt später noch einmal dazu. Dazu kommen wir dann später. Als nächstes steht dann unser Herr Seth Rollins, unser Beast Slayer im Ring und hält dann eine lange Promo, obwohl er zu Beginn wirklich verspricht, dass er gleich zur Sache kommen würde. Ja, er ist der Meinung, wie wahrscheinlich das gesamte WWE-Universum auch, dass Braun Strowman, Brock Lesnar und er nicht aus der Wurst sein und kaum einen unterschiedlichen WrestleMania haben könnten. Seth Rollins meinte, er selbst wird ein Champion nach Vorbild der vergangenen Champions sein, die zu denen er während seiner Kindheit aufgebracht haben, sprich Leute wie Shawn Michaels, Bret Hart, Ric Flair, aber selbst der Triple H und ein John Cena hätten die Menschen mehr inspiriert. Brock Lesnar sei aber kein Champion, der die Menschen inspiriert, wie auch wenn er kaum da ist. Ja, und dann ging es ein bisschen weiter. Wie zu erwarten, wurde er dann natürlich von Paul Heyman unterbrochen. Paul Heyman bedankt sich dann bei Rollins, dass er ihn aufgestellt hat, das Handicap-Match, was ja stattfinden wird. Lesnar müsse also bei WrestleMania nicht nur gegen Seth Rollins antreten, sondern auch gegen das gesamte Universum. Und ja, zeigten sich dann mit einem sarkastischen Unterton optimistisch und beziffert Rollins Chancen auf einen Sieg auf 0. Ja, dann gehen wir weiter. Kurt Angle kommt raus, spricht zu seinem Match, während Heyman immer noch auf der Rampe kauert, während die Angle, die Usach-Charts kamen, und zwar gegen Heyman. Das nächste Match, Kurt Angle gegen Samoa Joe, gewinnt. Kurt Angle nach 8:55 via Pin durch einen Inside Cradle. Ja, was haltet ihr davon? Ja, die Promo von Seth Rollins und Paul Heyman war mal wieder echt stark. Braucht man, denke ich, nicht viel zu sagen. Die beiden können was, der Mike. Die beiden reißen die Hütte ab, sage ich mal, wenn die eine Promo zusammenhalten. Das ist, denke ich, so das Beste an der ganzen Fehde zwischen den beiden, die Promos. Dass am Ende mit Rollins wir dann hinterhergelaufen ist und sich Paul Heyman erstmal aufs Maul gelegt hat, fand ich auch ziemlich lustig, wie er dann auch noch den Mic-Drop auf die Fresse bekommen hat. Alles richtig schön. Mit Kurt Angle war auch noch schön mit den New Suck Chance. Ich denke mal, das Segment war dann doch eher das Lustigste von allen, wo ich jetzt meinte, dass die gut waren. Aber das war dann mit am lustigsten, gerade am Ende. Das Match fand ich zwischen den beiden auch nicht gerade schlecht. Die Promo von Samoa Joe war auch nicht schlecht. Allerdings finde ich es hier schade, dass wieder mal Samoa Joe verloren hat. Allerdings mussten Kurt Angle hier natürlich gewinnen, deswegen denke ich, hat man da auch wirklich nicht was falsch gemacht. Ja, der Rest hat scheinbar nichts so zu sagen. Gehen wir zu einem weiteren Segment. Und zwar kommt unser guter Triple H raus und gratuliert zuerst im Ring dann den drei Mädels, Rosie, Lynch und Charlotte, zum Main Event von WrestleMania und meinte, dies sei ein historischer Moment, nicht nur für die drei, sondern für alle und nicht nur für die drei und für alle Frauen, für die Frauen im Lockerroom, sondern für alle Frauen, die jemals einen Fuß in den Ring gesetzt haben und meinte, die drei hätten diesen Spot verdient, haben sich ihren verdient, er sei ihnen nicht geschenkt worden. Genau so meinte. Ja, Momente wie diesen würden ihn übrigens glücklich machen, vor allen Dingen, da er heute ein Druckmikrofon in der Hand hält und nicht eines wie letzte Woche, das von Batista bespuckt wurde in einer Tour. Denn und zwar einige Dinge würden ihn jedoch nicht glücklich machen. Und zwar meint er, das Schreiben, das er jetzt gleich vorliest, das von Batistas Anwalt kam, wo Batista noch einige Bedingungen an das Special WrestleMania knüpft, welche Triple H akzeptieren muss. Und zwar los geht's an die Beschwerden von Batista in dem Schreiben. Unter anderem fordert Batista Triple H auf, endlich zuzugeben, dass er Evolution nur zum Erhalt seiner World Championship gegründet hat. Triple H räumt er freiwillig ein, dass er recht hat und gratuliert Batista amüsiert sich dieser späten Erkenntnis, worüber das Publikum mal wieder schön lacht. Ja, weiter macht er sich über Batista lustig, indem er feststellt, dass die Mitgliedschaft bei Evolution Batista gut getan habe, wenn man sich mal anschaut, wie viele Titel Batista anschließend errungen hat. Nachdem Batista jedoch realisiert habe, dass er John Cena nicht besiegen könnte, habe er gekündigt. Des Weiteren hat Batista in dem Schreiben gefordert, dass der Veranstaltungstag von WrestleMania nach hinten verlegt wird,
damit er seinen Zeitplan für Dreharbeiten an Guardians of the Galaxy besser einhalten kann. Abschließend braucht Triple H endlich auf die Bedingungen zu sprechen, die Batista unbedingt erfüllt sehen will. Wenn Triple H dieses Match verlieren sollte, müsse er seine Karriere beenden. Hunter meint, dass Batista dieses Match bereits adaptiert und dafür extra einen 70-jährigen Mann verprügelt hat. Wenn er einen Total Batista nicht besiegen kann, würde er ohnehin nicht mehr in einen Ring gehören. Deshalb stimmt Triple H zu, dass er im Fall der Niederlage seine Karriere beendet. Ja, danach schalten wir nochmal zurück zu Elias, der mittlerweile im Regen, im richtigen Regen auf dem Times Square befindet, der diesmal menschenleer ist, doch nicht ganz menschenleer. Denn auf einmal, wie eben schon mal kurz erwähnt, Konterpassant klaut ihm das Geld aus dem Gitarrenkoffer und nimmt anschließend den Gitarrenkoffer gleich mit. Dann kommen wir gerade noch zum letzten Match für heute, das wir eben schon angekündigt haben. Das Last Man Standing Match zwischen Drew McIntyre und Dean Ambrose, welches Drew McIntyre nach 9 Minuten 56 durch Stipulation mit einem Claymore-Kick gewann. Ja, nach dem Match feiert Drew McIntyre seinen Sieg und sah das WrestleMania-Schild. Damit war es das dann von Raw. Was sagt ihr denn so dazu? Ich habe ja schon gehört, dass ihr das Triple-H-Segment richtig geil fandet. War es auch? Bitte sehr. Ja, das Triple-H-Segment fand ich richtig, richtig gut. Ich glaube zwar nicht, dass Triple-H seine Karriere beenden wird, da ich glaube, dass er das Match gewinnen wird. Aber ich lasse mich auch gerne eines anderen überzeugen bei WrestleMania. Wir werden es sehen. Ansonsten halt sehr gutes Segment mit Elias. Das hätte ich wieder nicht gebraucht. Und dann das Match. Wieder mal ein sehr, sehr gutes Match von Drew McIntyre. Dieser Typ hat es einfach drauf. Er liefert gerade Woche für Woche gute Matches ab und gute Promos ab. Und wieder gewinnt er. Das ist, glaube ich, jetzt die dritte Woche hintereinander, wo Raw off air geht mit einem jubelnden, also halt pausierenden Drew McIntyre. Ich feiere es einfach. Ja, Triple H für mich die beste Promo und auch das beste Segment in der ganzen Show. Ganz ehrlich, weil es war so voller Story gepackt und es war so voller Witz gepackt, dass ich an mehreren Stellen bei Raw tatsächlich seit langem mal wieder hart anfangen musste zu lachen. Das beginnt tatsächlich mit diesem Gag rund um das Mikrofon, dass er sagt, dass er froh ist, dass seine Tontechniker ihm nicht das Mikrofon letzte Woche gegeben haben. Da habe ich das erste Mal gelacht und unser Evo hatte schon gesagt, achtet mal noch drauf, da kommt noch mehr und deutete schon an, es hat was mit Musik zu tun. Und dann kam eben diese Stelle in dem Brief, wo er Batista wieder zitiert und Batista hat ja nun mehr als einmal gesagt, give me what I want. Und als Triple H dann ernsthaft angefangen hat, mehr oder weniger zu singen, give me what I want, what I really, really want. Ich wäre fast vor Lachen aus dem Rollstuhl gefallen, weil für mich als Musikfan einfach super, super umgesetzt. Ich will mehr Triple H, ohne Witz. Ja, so, ganz kurz noch. Ich sollte vielleicht auch was zu dem Match sagen. Das habe ich total vergessen vor lauter Promo. Match war natürlich mega stark und es passt einfach in die Idee von Dean Ambrose. Er sagt ja selber schon seit Wochen oder die Idee, dass er seine Matches verliert, stammt ja von ihm. Und dass das auch so weiter durchgezogen wird, finde ich klasse. Und dass Drew McIntyre der Begünstigte ist im Moment, begrüße ich noch mehr. So, jetzt bin ich fertig. Ja, ich denke, zur Promo von Triple H brauche ich persönlich nicht mehr viel sagen, weil Daniel hat schon alles vorweggenommen. Deswegen sage ich einfach mal nur, dass die Promo ziemlich stark war. Aber das bedeutet natürlich auch, wie Mario schon gesagt hat, für mich, dass Triple H das Ganze gewinnen wird. Denn erstens spricht da auch was für, weil er, denke ich, diese Karriere beenden wird. Und zweitens denke ich auch nicht, dass er verlieren wird, weil er eben noch nie gegen Batista gewonnen hat. Sozusagen Happy End, sage ich mal. Und zum Match brauche ich auch nicht viel sagen. Es war ziemlich stark. Ich fand es gut, dass Drew McIntyre wieder gewonnen hat. Vielleicht ein bisschen schade wegen Dean, aber da wollte er, glaube ich, selber so. Deswegen brauche ich da nicht irgendwie mich beschweren. Allerdings freue ich mich auch drauf, wenn Drew McIntyre Richtung Main Event geht und wir vielleicht bei SummerSlam Drew McIntyre gegen Seth Rollins, wenn Seth Rollins den Titel gewinnt. Aber ich denke, wir haben große Monate, sag ich mal, für Drew McIntyre vor uns und da freue ich mich drauf. Also zu der Promo muss ich auch nicht mehr wirklich viel sagen. Hat Daniel schon wirklich alles gesagt. Ich bin auch hier vor Lachen fast vom Stuhl gefallen, kann man sagen, wo ich das geguckt habe. Ja, ich freue mich echt schon auf dieses Match. Bin echt gespannt, wer es gewinnt. Kann auch sein, dass es ein Batista gewinnt, aber Triple H hat ja noch einen Vorteil mit dem No-Holds-Barred. Ich glaube, so ein Match hat er auch noch nie verloren. Kann auch vielleicht daran liegen, dass es dann gewinnt über diese Match 8.
und zu dem Match von McIntyre gegen Ambrose. Es war ein starkes Match. Und der Claimer war wieder aus der Hölle, nachdem Ambrose da durch den Tisch gefallen ist. Da sagte Dahl schon, das war es noch nicht. Dann war Ringrichter schon bei 9. Okay, das war's doch. Ja, wie gesagt, Ambrose wollte das, denke ich mal so, weil es ja in seine Storyline passen würde, dass er jedes Match verliert. Dann einfach so verschwindet und irgendwann wiederkommt. Wobei man davon jetzt auch nicht mehr ausgehen kann, da er die WWE verlässt. Ja, und ich würde sagen, mehr muss ich jetzt nicht mehr sagen. Wir können zu SmackDown. Ich habe noch eine Sache zu sagen, weil ich werfe mal noch was in den Ring. So zur Diskussion tatsächlich. Ich weiß, es ist ein No-Holds-Barred-Match, aber was ist denn, wenn beide aufgrund von Unfähigkeit ausgezählt werden? Dann hat Triple H auch nicht gewonnen und nicht verloren. Und du hättest so die Möglichkeit, das Ganze eventuell noch weiter zu spinnen. Du meinst, dann müsste der Ringrichter das Match abbrechen, weil den auszählen. Ja, weil es ist ja ein No-DQ-Match-Prinzip. Ja, es geht ja nicht um Disqualifikation, aber wenn beide nicht mehr aufstehen, stehen beide nun mal nicht mehr auf. Ja, das gibt's ja in jedem Match in der WWE. Wenn beide Leute am Boden liegen, fängt der Ringrichter an zu zählen. Bis zu 10. Und wenn beide dann nicht hochkommen, sind quasi beide K.O. Kann man so machen. Fände ich eine gute Idee. Wäre wahrscheinlich eine interessante Lösung. Gut, dann gehen wir weiter zu SmackDown, was wir am liebsten überspringen würden. Aber es hat stattgefunden, also müssen wir darüber reden. Ich versuche es kurz und schmerzlos zu machen, damit meine Kameraden hier nicht unnötig leiden müssen. Obwohl ich gerade voraussage, bei einem Segment, bei einem Match, haben wir alle gelitten. Los ging es, noch bevor wir das gesehen haben, haben wir das gehört. Und zwar kam die Musik von New Day, die wir in den letzten Wochen wirklich sehr häufig gesehen haben, gerade durch Kofi Kingston. Ja, die drei gingen in den Ring und während die Kommentatoren dann Gerüchte verlauten lassen, ließen, dass die New Day heute wahrscheinlich oder möglicherweise den Brocken hinwerfen würden, kam das Publikum an und rief ganz laut, ganz oft, Kofi. Xavier Woods griff das Wort und meinte, dass die letzten Monate ein emotionales Auf und Ab für New Day sein gewesen seien. Big E rennt dazu noch, da sie bereits seit 5 Jahren ein Tag-Team sind und die Fans dieser Zeit sowohl ein New Day Sucks als auch ein New Day Rocks gerufen haben und bedankte sich Xavier Woods dann bei den Fans. Weiter geht es dann, dass Big E und Woods einräumten, dass sie sich in den letzten Tagen ernsthaft Gedanken gemacht hatten, die WWE zu verlassen. Es sei sehr hart für beide gewesen, wie Vince McMahon Kofi behandelt hat. Sie beziehen ausdrücklich auf die letzten Wochen, nicht auf die letzten Wochen, sondern die kompletten 11 Jahre seiner WWE-Karriere. Woods bittet daraufhin Vince McMahon zum Ring, damit sie einmal von Angesicht zu Angesicht reden können. Ja, was macht der Chairman? Der Chef, er lässt sich zweimal bitten, nach kurzer Zeit, denn er braucht was länger, ist ja schon alt, kommt der gute Vince McMahon in den Ring. Aber bevor auch nur ein Wort sagen kann, erscheinen Daniel Bryan und Eric Rowan in der Halle. Eric Rowan wieder mal in einem schönen Metal-Shirt in einer schönen Band. Children of Bodom, eine klasse Band, mal so nebenher angemerkt. Ja, und Daniel Bryan meinte dann zu Vince, hier, Vince, wenn New Day gehen will, lass sie gehen. Die brauchen wir nicht. Lass sie doch einfach gehen. Denn mittlerweile ist es echt ein Nostalgieakt. Ja, im Endeffekt war es dann so, dass es ein Match geben sollte, welches entscheidet, ob Kofi Kingston bei WrestleMania seinen Titelchance bekommt. Und zwar ein besonderes Match. Kein normales, was leicht zu gewinnen war oder sein sollte, sondern ein Tag Team Gauntlet Match, wo Big E und Xavier Woods dafür sorgen sollten, dass wenn sie das Gauntlet Match gewinnen, hat Kofi seine Titelchance. Wenn sie allerdings verlieren, dann war's das für Kofi. Ja, Becky Lynch wird im Backstage-Bereich danach angesprochen über das WrestleMania-Match. Kam aber nicht lang zum Reden, denn dann kam die Musik von jemandem, wo wir alle gelitten anfangen haben zu leiden. Miss Plastic, Charlotte Flair. Dann gehen wir direkt zum ersten Match, wo ich gedacht habe, warum? Und zwar ein Singles-Match, Charlotte Flair gegen Asuka. Allerdings kein gewöhnliches Singles-Match, denn es ging um den Titel von Asuka, wo ich mir dachte, what the fuck, wie kann sich eine Charlotte Flair, die heute das erste Mal seit langer Zeit wieder gewonnen hat, ein Titelmatch verdienen? Im Endeffekt ging das Match 18 Minuten, Charlotte Flair gewann, durch Submission im Figure 8, Titelwechsel. Wo ich dachte, nein, warum Leute, warum, wie kann diese komische Frau sich die Titelmatch verdienen? Wo ich eben gesagt habe, wir wissen die Antwort,
Papa-Bonus. Ja, Leute, ich weiß, ihr leidet jetzt, aber wir machen es so schmerzlos. Bitte sehr. Also erstmal Dankeschön, dass du mir die Laune verdorben hast, über Nudia zu reden, weil jetzt muss ich auch noch gleichzeitig an Charlotte Flair denken. Danke dafür. Immer wieder gerne. Ja. Die Promo von Nudia war verdammt stark. Daniel Bryan kann ich immer noch nicht wirklich als seine Hero-Rolle was abgewinnen. Interessiert mich einfach nicht. Aber ansonsten war die Promo echt stark. Ich hatte zwischendurch leider auch das Gefühl, dass man hier wirklich die Rassismusschiene geht. Gerade auch, weil sie ja hier damit angefangen haben, dass sie die WWE ja verlassen wollen würden, aber es anscheinend auch nicht können und so weiter. Die Ansicht zum Gauntlet-Match war unerwartet, aber das Ergebnis war dann für mich von Anfang an auch schon klar, denn da kommen wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen. Das mit Charlotte Flair war totaler Bullshit. Ja, kommen wir zu meiner Meinung zu dem New Day-Segment. War gut, wirklich gut, was der New Day da alles so gesagt haben seit 5 Jahren. Am Anfang hat sie fast jeder gehasst, seitdem sind sie sehr beliebt. Ja, dann Daniel Bryan und Eric Rowan. Ich kann mit dem Gimmick von Daniel Bryan ja überhaupt nichts anfangen, deswegen finde ich nicht ganz so toll. Ansetzung zum Gauntlet-Match, okay, kann man so machen. Und zu diesem Match dann zwischen Charlotte und Asuka sag ich echt nur ein Wort. Bullshit. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also das Segment rund um New Day, okay, kann man machen. Dass man jetzt noch ein Gauntlet-Match macht innerhalb von 2 Wochen, fand ich einerseits ein bisschen schade. Aber das Ganze mal als Tag-Team zu sehen, war dann irgendwo doch wieder interessant. Deswegen sehr, ich bin echt zwiegespalten. Ich fand's aber auch gut, muss ich ehrlich sagen, dass man eben diese Zwischen... das aufgegriffen hat, dass die Gerüchte aufgekommen sind mit der Rassismusschiene. Von daher, okay, zu Charlotte Flair gibt es ja Theorien, mehrere. Die eine sagt ja tatsächlich, dass es einfach nur der Papa-Bonus ist, weil ein gewisser Herr Vince mal wieder der Meinung ist, alle anderen wären uninteressant. Die nächste Theorie, die im Raum steht, ist ja immer noch, dass man den Frauentitel wieder zu einem Titel macht und das deswegen der Fall ist. Und ich bete tatsächlich dafür, rein von der Logik her, dass es bitte, wenn dann die zweite Option ist, weil wenn es wieder nur der Papa-Bonus ist, kriege ich trotz. Von daher, ich glaube, da muss ich dich mit dem Papa-Bonus enttäuschen, weil ich habe gerade schon was anderes gehört, nämlich, dass es die Titelvereinigung schon wieder nicht geben soll und der Titel sozusagen in einem Winner-Takes-All auf dem Spiel stehen soll. Heißt, der Gewinner wird Raw und SmackDown Women's Champion zugleich. Aber ist eine andere Geschichte. Ja, aber das spricht doch gerade dafür. Nein, eben nicht, weil ja dann trotzdem 2 Titel ist und nicht einer. Egal, mach erstmal, wir diskutieren das gleich. Zu den New Day, ja, das war stark, muss man wieder sagen. Am Ende haben wir dann wieder da gesessen. Gut, New Day wird dieses Gauntlet Match gewinnen. Am Ende kommt Vince wieder raus und stellt wieder irgendwas in den Weg. Aber dazu kommen wir später, bis es dann letztendlich wurde. Und zu dem Match. Ursprünglich war ein Number One Contender Spot vorgesehen. Ursprünglich sollte dieses auch Mandy Rose gewinnen, so wie ich es jetzt mitbekommen hatte. Aber warum dann wieder eine Charlotte Flair um den Titel antreten soll? Keine Ahnung. Ich sag dazu auch nur Bullshit. Ja, Bullshit war es definitiv. Denn das war echt das Unnötigste an komplett SmackDown. Gehen wir weiter zum nächsten Match. Ein Match wieder mal mit Kurt Angle, der auf seinen Abschiedstour ist. Dieses Mal kämpft er gegen AJ Styles und AJ Styles gewinnt dieses Match nach 3 Minuten. Allerdings wurde durch die Disqualifikation von Kurt Angle, denn ein Herr Randy Orton kam mit einem RKO out of nowhere, attackierte damit AJ Styles und dadurch gewann AJ Styles das Match. Nach dem Match hieß er noch etwas weiter. Orton musste dann den Angle Slam von Kurt Angle anstecken, der sich dann noch ein bisschen von den Fans feiern lässt. Und im Endeffekt AJ Styles hochhilft, der noch ziemlich mitgenommen ist oder benommen von dem RKO. Im Backstage-Bereich, beziehungsweise kurz danach, gibt es einen Rückblick, ein Video-Rückblick, in dem man sieht, wie Rey Mysterio gemeinsam mit seinem Sohn Dominik über das Match WrestleMania spricht. Rey Mysterio verspricht in dieser Videobotschaft, oder diesem Video-Rückblick, dass er den Titel, den United States Championship von Samoa Joe zurückgewinnen wird oder auch gewinnen wird, um seinen Sohn, der bei diesem Match in der ersten Reihe stehen wird, glücklich zu machen. Was sagt ihr dazu? Kurze noch. Sache. Aua. Hä? Noch mehr Bullshit. Ja, möchte eigentlich zu dem Match Kurt Angle gegen AJ Styles nur ein Wort sagen, nämlich Bullshit. Des Weiteren muss ich aber dazu sagen,
Ich finde es auch nicht gut, dass man bei Rey Mysterio gegen Samoa Joe jetzt schon wieder Familie einbietet von dem Sohn von Rey Mysterio. Das finde ich nicht so toll, aber was soll's. Also ich muss auch sagen, dass dieses Match AJ Styles gegen Kurt Angle hätte jetzt nicht durch die Stew enden können sollen. Ich fand es schade, dass ein Randy Orton eingegriffen hat. Ich hätte gerne ein vernünftiges Match gesehen. War echt Bullshit, wie die gesamte SmackDown-Ausgabe. Dieses Wort Bullshit werden wir noch öfters hören. Ja, und Rey Mysterio gegen Samoa Joe. Wir werden sehen, ob sich am Ende ein Rey Mysterio den Titel holen kann. Ich glaube es nicht, aber ich würde es ihm gönnen. Meiner Meinung nach, auch hier, ich will nicht sagen Bullshit, aber finde, man sollte Samoa Joe, ich will auch nicht sagen, ein anderes Gimmick aufdrücken, aber zumindest mal einen anderen Beweggrund. Weil immer dieses auf Familie, ich weiß nicht, langsam wird es echt langweilig. Und grundsätzlich möchte ich aber nochmal auf das Frauending zurückkommen, bevor ich das vergesse, weil ich wollte das ja eben noch fertig diskutieren. Nach meiner Theorie, nach dem, was du gerade gesagt hast, Winner takes all bedeutet ja, er hat beide Titel. Heißt in der Konsequenz doch aber für mich, dass das im Prinzip schon sowas wie eine Zusammenführung ist, weil ja, einer besitzt beide Titel. Das heißt, es gibt nur noch einen Gegner jeweils. Naja, hast du schon recht, aber theoretisch hat sie dann trotzdem noch zwei. Ja, noch, aber das ist ja dann der, ich denke, das ist der Weg für die Zusammenführung der Titel, dass dann noch mehr kommt. Ich habe ja auch schon gesagt, irgendwann kommt so weit, dass der komplette Universal-Titel und Championship-Titel auch wieder abgeschafft wird und auch zu einem wird. Nee, das wiederum glaube ich nicht. Also, dann war's das Split mehr. Also, wenn man das wirklich macht mit dem mit der Wiedervereinigung der Titel, dann aber doch bitte nicht mit Charlotte Flair. Naja, dann steht ja immer noch, dann kann ja Becky gewinnen und Winner takes all. Ich kann sagen, es hat ja keiner gesagt, dass Charlotte jetzt dann bei WrestleMania auch gewinnt. Nur man musste ja, wenn das so wäre, ich wiederhole, wäre, den SmackDown-Titel irgendwie mit in dieses Geschehen reinbringen. Also musste man irgendwem, der in dem Match drin ist, den Titel geben. Man hätte auch von Anfang an besser booken können, indem man Becky gegen Ronda als Einzelmatch aufbaut und Charlotte gegen Asuka als Einzelmatch aufbaut. Und die Wiedervereinigung dann nach WrestleMania macht mit Becky gegen Charlotte. Aber so weit denkt wieder keiner bei denen. Da muss ich dir tatsächlich mal widersprechen, weil vom Booking her magst du recht haben, aber das, was sie jetzt haben, wenn sie das wirklich machen, was glaubst du, wie viel Aufmerksamkeit das Frauenmatch hat, dadurch, dass jeder wissen will, wer kriegt jetzt um Himmels Willen beide Titel? Vor dem Winner Takes All war ja das mit dem, gut, jetzt ist Charlotte in diesem Match Champion, die Titelvereinigung soll kommen. Eine Charlotte Flair muss dann auch den Raw Women's Titel gewinnen, aber durch diesen Winner Takes All muss es nicht unbedingt Charlotte sein. Richtig. Und sie ziehen einfach meines Erachtens noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Frauenmatch, weil jeder wissen will, wer um Himmels Willen geht dann wirklich mit beiden Titeln nach Hause. Und von daher finde ich die Idee gar nicht so blöd, wenn sie es denn so machen. Da stimme ich dann dazu. Wenn die WWE es wirklich so macht, bin ich echt gespannt. Ich hoffe natürlich, dass Charlotte es nicht wird, sondern am besten Becky, fände ich ganz gut. Aber wir werden es nach WrestleMania sehen. Gehen wir weiter zum nächsten Segment. Und irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass die WWE heute sehr mit Mitgliedern, mit Familienmitgliedern ihrer Wrestler, spielt. Sozusagen. Denn wir sehen den Entrance von unserem Herrn Miss, der sich in den Ring begibt, um Shane McMahon einen Vorschlag zu machen. Und zwar ist er immer noch sehr froh darüber, wie Shane ihn ja angegriffen hat und auch seinen Vater angegriffen hat. Er möchte mit gegen Shane ein False Count Anywhere Match machen, ihn dabei zerstören. Und er möchte Shane durch die gesamte MetLife Arena jagen. Ja, natürlich kommt Shane McMahon auch raus. Natürlich lässt er sich nicht nehmen, da ein paar Worte zu sagen. Er kommt allerdings nicht alleine raus, sondern er hat ein paar Leute dabei. Unter anderem Shelton Benjamin, Primo Colon, die Mitglieder von Sanity und ein paar Sicherheitsmitarbeiter als Bodyguards. Erinnert mich irgendwie an Batista hier vor kurzem. Er zwingt dann den Ringrichter erneut dazu, ihn als Best in the World anzukündigen. Und Shane meint, das müsste genauso dumm sein wie sein Vater und wieder beim Team Familienmitglieder sind. Im Anschluss dieser Aussage zeigt er in Drohsaufnahme ein Bild von Miss Vater, den er auf den Titel werfen lässt, also das Bild. Und ja, also von dem Angriff auf Miss Vater, müssen wir so sagen. Er nimmt die Stipulation
natürlich selbstzufrieden an und verspricht seinerseits, dass er demnächst Sushi an Sarina brüten wird. Er bedauert dabei nur, dass er Miss Vater nicht weiter verletzen kann. Darüber hinaus spricht er auch die Mutter von Miss an und bezeichnet Miss als Mistake. Die Miss hat dann noch genug gehört und rastet echt aus. Na, verständlich, wenn er seinen Vater erst seinen Vater und jetzt seine Mutter antreift. Er schüttelt auf diese Mitarbeiter und lässt dazu und kann zuerst aussagen, bis Sanity ihre numerische Überzahl ausspielen, Miss kann jedoch zurückschlagen und als vorgeschworen WrestleMania Match verlangt, sich dieser Kampf in die Zuschauerränge verlagert. Dort kann Miss dann Killian Dane, Alexander Wolf mit einem Diving Crossbody ausschalten. Danach haben wir wieder Ohrenschmerzen bekommen, denn unsere beiden Kreischgeschwister, nenne ich sie mal, die Iconics, dürfen sich im Backstage-Bereich über WrestleMania Match äußern und sie sind überzeugt, dass sie die Women Tag Team Champion gewinnen werden und WrestleMania dadurch zu einem ikonischen Event machen werden. Ja, Leute, was sagst du dazu? Wieder mal Familie. Ich möchte kurz anfangen, ja? Zwei Dinge. Erstens hat Michi gerade festgestellt, wir haben was vergessen. Muss er gleich mal was zu sagen. Zweitens, bis auf die Promo von Miss war das der größte Müll, den ich jemals gesehen habe diese Woche. Weil du baust eine unheimlich starke Promo auf mit Konkurrenzkampf zwischen The Miz und Shane, was schon seit gut 2 Wochen jetzt aktiv ist. Und dann jagst du im Endeffekt dann Sanity gegen The Miz und der vergisst urplötzlich all das, was zwischen ihm und Shane gewesen ist, der im selben Raum bzw. in derselben Halle steht und sich das alles noch anguckt. Was ein Unfug. Ja, sowohl Miss als auch Shane hatten meiner Meinung nach echt eine starke Promo. Dass man Sanity endlich wieder TV-Sat bekommen bzw. gegeben hat, fand ich auch echt toll. Bis auf das Ende. Stipulation für das Match mit dem Forcing Anywhere finde ich auch nice. Bringt noch ein bisschen mehr Pep in die ganze Geschichte, sag ich mal. Und ja, das am Ende war dann wieder mehr als Bullshit. Ich meine, dass ein The Miz alleine Sanity abfertigt, ist echt totaler Bullshit. Mit dem einen von Colon verstehe ich noch und mit Shelton Benjamin, aber bei Sanity hat es dann aufgehört. Das war dann Bullshit. Ja, ich sage jetzt einfach nur, gute Promo von The Miz, Shane McMahon. Der Rest war Bullshit. Ja, ich lasse es. Ja, um noch kurz eine Sache zu sagen. Das mit den Iconics fand ich sogar ziemlich gut. Jetzt nicht wegen dem Kreischen und so weiter, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, dass sie vielleicht wirklich gewinnen könnten. Und sie das meiner Meinung nach auch schon verdient hätten. Weil die beiden sind jetzt nicht scheiße im Ring. Peyton finde ich gut im Ring. Billy Kay finde ich so mittelmäßig, sage ich mal. Aber ansonsten, außer halt die Promos, finde ich die schon echt stark und verdient hätten sie mich. Naja, mal schauen, wie es wird. Vielleicht. Ich habe das eher das Gefühl, sollten die beiden den Titel gewinnen, bekommen wir regelmäßig noch mehr Ohrenschmerzen. Michi wollte noch was nicht vergessen. So, ja gut, Michi, dann äußere dich bitte gerade noch. Gut, das, was wir vergessen haben zu dieser Frauengeschichte, warum dieses Fatal 5-Way-Match abgesagt wurde. Vince war ja wieder mal der Meinung, dass keiner der 5 Teilnehmer, wo da drinnen standen, sich jemals ein Fan für interessiert hätte, wo als Gegnerin für Asuka festgestellt wird, gegen Asuka gewesen wäre. Aber das ist ja wieder die Meinung unseres guten Wins. Andere sehen das wieder anders. Also andere hätten gefeiert, eine Mandy Rose oder sonst irgendwen gegen Asuka zu sehen. Aber und zu der Promo, die war mega. Aber das Bullshit-mäßige war wieder, Sanity so abzufertigen. Alleine gegen 3. Jetzt kann man Sanity endgültig begraben. Und zu dem Geschrei von den Iconics, muss ich nichts mehr dazu sagen. Das habe ich schon bei Raw geäußert. Also, das mit der Geschichte von Vince möchte ich nicht drüber. Ich sag nur, Vince McMahon, sein alter Seniler. Dann erlöse ich uns jetzt mal schnell von SmackDown, denn wir kommen zum letzten Match. Und zwar dem, wie ich fand, besten Match heute Abend, dem Gauntlet Match. Und zwar ging es dann los, wie gesagt, Big E, Xavier Woods gegen als erstes Anderson und Gallows, die beiden durch einen Pin nach dem Up-Up-Down an Anderson gewannen. Als nächstes kamen Nakamura und Rusev rein, die ebenfalls durch den Up-Down-Down-Pin an Nakamura abgefertigt wurden. Danach kamen noch The Bar rein und ja, die wurden dann nach dem Roll-Up an Sheamus besiegt. Allerdings waren sie sehr schlechte Verlierer, denn sie brachten einen Tisch in den Ring und warfen Big E zusammen durch den Tisch, wo man dachte, oh je, jetzt war's das. Jetzt kommt Kofi nicht zu WrestleMania. Denn es wurde noch ein weiteres Tag Team angekündigt.
Und zwar kamen dann die Usos rein, gingen in den Ring, schauten so ein bisschen um, ließen sich Mikrofone reden. Und das war das Segment in diesem Match, was ich übelste Feier, wo ich sage, übelste Respekt. Die beiden meinten nämlich, dass Kofi es sich echt verdient hat, zu WrestleMania zu kommen. Er hat sich das Match echt verdient. Und sagten das Match im Prinzip ab, wodurch dann theoretisch New Day gewonnen hätten. Aber das im nächsten Moment sah man halt, wie Daniel Bryan und Eric Rowan im Backstage-Bereich übelst ausgerastet sind. Und natürlich kamen dann Daniel Bryan und Rowan noch raus und kämpften das Texas Tag Team gegen die beiden. Ja, Rowan wollte Big E bzw. Woods noch durch den Kommentatorentisch werfen, was aber nicht ganz geklappt hatte, nachdem er zweimal den Ringpfosten geflogen ist. Und über den Ring, das Kommentatorenpult geworfen wurde von Big E, drehte Big E das Kommentatorenpult um, sodass Eric Rowan der Runde begraben lag und im Endeffekt ausgezählt wurde. Was ich sehr interessant fand, wie gesagt, ich fand, das war ein richtig, richtig geiles Match. Und ja, was sagt ihr davon zu? Ja, wie ich es bei Golden Matches eigentlich immer mache, fange ich mal von ganz oben an. Da hat mir Gallows und Anderson, habe ich mich ehrlich gesagt gefreut, dass sie endlich mal wieder Matchset haben. Vielleicht auch mal 5 bis 10 Minuten. Ja, das war vielleicht 2 Minuten. Da gibt es wieder ein berühmtes Wort, was ich heute echt oft benutzt habe. Bullshit. Das zweite Match war dann für mich solide. Kann man machen. Das Match gegen The Bar fand ich ziemlich stark. Hatten ziemlich viele Spots dabei. Der Roll-Up war gut. Schwächt man The Bar nicht noch weiter, wie sie eh schon geschwächt sind. Dass die Usos aufgegeben haben, fand ich auch recht gut umgesetzt. Das einzige Problem, was man halt da noch hatte, man wusste halt wirklich nicht, wie viele Gegner hat jetzt bitte nur der noch. Weil da wurde von Anfang an nicht gesagt. Aber dass sie halt wirklich aufgegeben haben, echt stark umgesetzt, wie gesagt, verdient richtig viel Respekt. Und dann am Ende das mit Rowan war extrem stark. Also besser könnte man das nicht umsetzen und somit geht Kofi zu Mania und nimmt hoffentlich Bryan den Titel weg. Da freue ich mich. Also Herr, bei dem Match muss ich dir recht geben, es war stark, wenn man das Match an sich nimmt, aber wenn man die einzelnen Matches nimmt, hätte ruhig das ein oder andere länger sein können. Ich habe ja 3 Ausgänge von den Matches vorher gecallt, mit den Up-Up, Down-Down, 2-mal und dann dem Einroller. Zu dem ersten Match klappt mal in 2 Minuten zerstört, schade. Aber wo die dann so zerstört wurden von The Bar, habe ich echt gedacht, okay, das war's. Kofi Kingston kommt nicht zu WrestleMania. Aber dann kamen ja die Usos, haben denen eine Verschnaufpause gegeben, weil sie ja nicht angetreten sind. Dann war es im Prinzip schon klar, dass sie sich durchsetzen. Naja, jetzt haben sie ja das erreicht, was sie haben wollten. Kofi geht zu WrestleMania. Ich bin gespannt auf das Match. Und was ich noch dazu sagen muss, jetzt müssten sie Kofi den Titel geben, weil sonst würde diese ganze Story nur Bullshit gewesen sein. Möchte keiner was dazu sagen zu diesem grandiosen Match? Aber ich war auch der Meinung, dass angesagt wurde, dass es 5 Tag-Teams waren, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, ich weiß nichts davon, dass irgendwas von 5 Tag-Teams angekündigt wurde, aber ist ja auch egal. Zum allerersten Match da gegen die Good Brothers sage ich nur ein Wort. Bullshit. Das ist absoluter Schwach. Ja, dann gegen Rusev und Nakamura war in Ordnung, war solide. Gegen The Bar war super, konnte man sich sehr gut angucken. Okay, mit dem Tischspot da war vielleicht ein bisschen zu viel. Dann die kleine Promo von den Usos, das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann das Ende gegen Daniel Bryan und Eric Rowan, muss ich ganz ehrlich sagen, fantastisch. Meiner Meinung nach gibt's in guten Dingen auch schlechte Dinge zu finden. Das betrifft in dem Fall das Teilsegment mit The Bar, aber da sage ich gleich was zu. Gut, gegen The Club, mega dämlich. Ich habe kurz überlegt, andere Worte zu benutzen, aber nein. Einfach nur mega dämlich. Ich kann doch nicht meine Tag Team Champions so darstellen, wie sie es da gemacht haben. Ich meine, ich habe gestern, das muss ich fairerweise dazu zusagen, habe ich gesagt, ich finde dieses Rumgejammer von The Club in letzter Zeit auch so ein bisschen Kindergarten, weil ich interpretiere... Daniel, du verwechselst da gerade was. Ich glaube, du verwechselst gerade The Club mit Revival. Ja, Entschuldigung, natürlich. Logisch, Unfug. Ihr habt recht, dann kommen wir da später zu. Also, Abfertigung von The Club... immer noch Bullshit, weil der Club kann einfach mehr. Ändert nichts an der Grundaussage. Ich meine, klar, wir haben es schon geschafft, also die WWE hat schon geschafft, dass der Club wahrscheinlich auch demnächst weg ist. Von daher werden sie eingesetzt, wie sie eingesetzt werden. Dann kam es zu Nakamura Rusev Day, was ich tatsächlich echt gut fand, muss ich sagen.
Auch die Umsetzung war okay. Und jetzt bei der Bar habe ich tatsächlich eigentlich ein Problem. Das Match an sich war okay. Und ich frage mich nur, warum durften die schon wieder antreten? Klar kann man sagen, sie sind ein Tag-Team, also treten sie an. Dann hätte ich sie aber letzte Woche nicht antreten lassen dürfen. Dann hätte ich einfach zwei andere Gegner nehmen müssen und gut wäre es gewesen. Aber sie jetzt dann quasi zweimal in Folge so hinzustellen, ist einfach auch nicht gut für The Bar. Ne? Und ja, von daher gibt es in was Gutem auch was Schlechtes, weil das Match an sich zwischen The Bar und New Day war echt gut, aber ich hätte halt andere Leute benutzt. Die Promo von den Usos, absolut fantastisch, weil es einfach mit dem Bild von letzter Woche zusammenpasst, wo die Usos noch für Kofi gefeiert haben vor dem Bildschirm. Übrigens, dieses ganze Backstage-Segment mit dem werden immer mehr Wrestler, die vor dem Fernseher stehen und mit Kofi fiebern, war für mich das Beste an ganz SmackDown diese Woche. Das mal vorweg. Ja, und das Ergebnis war zu erwarten. Michi stellte in den Raum, mal gucken, was da nächste Woche noch kommt, welche Steine man ihm da dann wieder in den Weg legt, jetzt wo er ja zu WrestleMania geht. Aber ich vermute tatsächlich, dass jetzt auch ein Vince die Flügel strecken muss. Ich habe ja auch noch gesagt, was es für Konsequenzen haben könnte für New Day. Für Usos, da die nicht angetreten sind. Ja, man wird sehen. Ich fand das Match im Kompakten war gut. Das ist einfach so, wenn du so Dauermatches hast. Ich mag Gauntlet-Matches, weil sie einfach auch eine physische Leistung mit sich bringen, die einfach zeigt, was die antretenden Wrestler für eine Kondition haben, gerade die, die in Position 1 antreten, wenn sie dann wirklich bis zum Ende durchfighten. Das ist so für mich das sind die Matches, die man Leuten zeigt, die behaupten, Wrestling wäre nur Show. Und von daher, von mir aus könnte man das an sich öfter machen, nur vielleicht nicht gleich 2 Wochen hintereinander bei SmackDown und zwar um dasselbe Thema. Im Anschluss an dieses Match, wie du schon sagst, ja geil fand. Was ich dann noch geil fand, wenn der eine gesagt hat, dieses, ich nenne es mal Public Viewing mit Kofi zusammen, war genial. Ja, auf jeden Fall nach dem Match erreichte Kyla Braxton Backstage gerade noch die Limousine mit Vince McMahon, bevor er in die Limousine steigen konnte, wegfahren konnte. Und Vince wurde gefragt, ob es denn jetzt wirklich offiziell ist, dass Kofi der eben Championship-Match auf Daniel Bryan treffen wird. Und Vince meinte, ja, es ist offiziell. Es stellt aber hieraus noch die Frage, ob der B-Plus-Player tatsächlich den Titel gewinnen kann. Zurück im Ring sieht man Big E, Xavier Woods feiern und einen Kofi Kingston, der die ganze Zeit im Backstage-Bereich war, weil er vom Ring verbannt wurde und mit den anderen Wrestlern aus dem Roster gerucht hat, in den Ring stürmen, um mit seinen beiden Kollegen zu feiern. Natürlich nicht mit meinen Kollegen, sondern die Leute der Großteil des Rosters, die mit ihm gerucht haben, kamen natürlich auch zum Ring. Und dann gab es eine kleine Feier zwischen den Wrestlern, New Day und den Fans. Und damit sind wir dann auch mit SmackDown fertig. Und ich gehe davon aus, ihr wollt davon nichts mehr sagen. Gehen wir dann zu NXT, wenn die Seite geladen hat. In der Zeit, ja, könnt ihr vielleicht doch noch was dazu sagen, wenn ihr wollt. Ich habe zu dieser SmackDown-Ausgabe nichts mehr zu sagen. Außer, dass ich sagen muss, Hergi und ich hatten jetzt die Arschkarte gezogen, jeweils mit dem Podcast. Letzte Woche war ja auch nicht gerade die Bohne. Ja, für mich ist es auch erschreckend, sagen zu müssen, dass Raw besser ist als SmackDown. Also, das habe ich lange nicht erlebt. Und diese Woche gleich mit so einem SmackDown-Tiefpunkt, das ist schon hart. Gut, dann gehen wir zum letzten Segment für heute, sprich NXT. Ja, Mauro Ranallo, Percy Watson und Nigel McGuinness eröffneten NXT in der Full Sail University und hießen alle willkommen, bevor der gute Adam Cole sich auf den Ring machte und damit die Show eröffnete. Im Ring bittet er seinen NXT Takeover New York Gegner Johnny Gargano zum Ring, der natürlich auch nachkam. Nachdem die Fans an Johnny Wrestling und Adam Cole performt hatten, bedankte Adam Cole sich für die Unterstützung, beziehungsweise meinte, dass er Unterstützung der Fans nicht nötig hat. Nach einem Hin und Her bezüglich ihrer Karriere haben sie noch Takeover Brooklyn 3 angesprochen, die War Games plus Takeover New Orleans. Ja, Johnny Gargano regnete, dass ihm bei seinem Ankunft kein roter Teppich ausgerollt wurde. Er fing mit einem Tryout an und ja, meinte, dass er beim ersten Dusty Rhodes Tag Team Classic erhielt er zusammen mit Tommaso Ciampa eine Chance,
Damals waren sie noch Indie-Guys, die keinen festen Vertrag bei NXT hatten. Danach wurden sie immer wieder zu NXT eingeladen. Ja, im Endeffekt haben noch die restlichen Mitglieder der Undisputed Era auf die Bühne. Cole stellte klar, dass Renault alles geben wird und trotzdem wird am Ende Adam Cole als Sieger dastehen und dieser Sieg wird nicht nur eindeutig sein, sondern er wird undisputed. Danach kam ein kleiner Rückblick auf die Attacke der Forgotten Sons durch Wesley Blake, Steve Cutler und Jackson Ryker gegen Alistair Black und Ricochet aus der Vorwoche. Heute werden die beiden Tag Teams im Finale des Dusty Road Classic Tag Teams aufeinandertreffen. Dann kommen wir schon zum ersten Match. Dies war ein Tag Team Match zwischen Lacey Lane und Casey Catanzaro, die dann gegen Vanessa Bourne und Aliyah gewannen. Und zwar durch ein DQ, nachdem Shayna Baszler, Jessamyn Duke und Marina Shafir zum Ring kamen und Lacey mit Casey attackierten. Also Lacey und Casey attackierten, während sich Vanessa Bourne und Aliyah zurückzogen. Nach dem Match haben Casey Catanzaro kurzzeitig gegen Jessamyn Duke und konnte sich Casey gegen Jessamyn und Marina wehren. Allerdings wird sie von Shayna Baszler in den Tiefwuderklatsch genommen, so dass Baszler dann sich danach zum Kommentatorenpult begab und erklärte, dass sich solche Attacken so lange wiederholen werden, bis sie den Respekt erhält, den sie als Champion verdienen. Im nächsten Segment sieht man Ricochet und Aleister Black im Backstage-Bereich, wie sie sich auf das erotische Match vorbereiten. Ja, Leute, eure Meinung? Also zu der Promo sage ich erstmal eins, das war für mich die beste Promo diese Woche. Ich weiß, da werden mir jetzt andere sagen, dass ich verrückt bin, weil gerade in Daniel wird die Promo von Triple H für die beste befinden. Aber ich fand die ziemlich stark. Beide hatten echt was gerissen am Mike, gerade Adam Cole, der so ein bisschen seine Vergangenheit bei NXT aufgezählt hat. Auch mit Johnny Gargano, der auch ein bisschen davon was aufgezählt hat. Und die Promo hat für mich einfach richtig Bock auf dieses Match gemacht. Man hat dieses Match bei TakeOver 2 out of 3 Falls Match, da freue ich mich richtig drauf. Und die Promo hat das so ein bisschen angeheizt, deswegen, ja, nächste Woche ist es endlich soweit. Dann, das erste Match fand ich ein bisschen schade. Ich will jetzt nicht sagen Bullshit, weil, weiß ich nicht, aber ich finde es halt einfach schade, dass man das Match jetzt so beenden musste. Aber gerade wenn man das die letzten Wochen so durchgezogen hat mit Shayna Baszler, ist es jetzt auch nicht Bullshit. Allerdings finde ich es halt einfach schade, dass man mittlerweile jedes Match der Frauen so beenden muss. Und den Respekt, den Shayna Baszler bekommen wird, wird sie dadurch bekommen, dass man ihr den Titel endlich erfreut. Gut, ich dachte, Manu will vielleicht zuerst. Nee, wenn er nicht will, dann mache ich das. Luki, mach dir mal keinen Kopf. Ich erkläre dich nicht für verrückt, weil ich weiß, dass du es bist. Das ist mal grundsätzlich Thema Nummer 1. Das nächste, natürlich war die Promo gut. Das ist, ich weiß einfach, ein Johnny Gargano kann machen, was er will, es ist gut. Und wenn du dann noch einen Adam Cole daneben stellst, der qualitativ auf demselben Niveau arbeitet, ist das einfach fantastisch. Aber ja, ich fand einfach Triple H wesentlich besser. Und ja, das Match, ich weiß halt nicht, warum man gerade bei NXT, wo alles schon so viel, beziehungsweise alles im Prinzip besser ist als in den Main-Shows, jetzt das Frauenwrestling so in den Dreck geht, indem man es immer wieder so enden lässt. Das hat das Frauenwrestling einfach nicht verdient. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit Leute, denen ist das scheißegal, aber mir nicht, weil ich weiß, auch Frauen können einfach was und gerade jetzt so, was man in den letzten Wochen, Monaten und auch vielleicht im letzten Jahr an Entwicklung bei den Frauen gesehen hat. Ich finde es einfach mega unfair. Also ich fand die Promo am Anfang auch mega stark, aber neben Triple H war es die beste Promo, muss man dazu sagen. Was jetzt die beste Promo war, kann man sich drüber streiten, ob von Triple H oder von Tony Gargano und Adam Cole, weil ein Triple H kann genauso gut Promos wie die beiden. Und zu dem Match hätte man das nicht einfach normal laufen lassen können, ohne dass da eine Shayna Baszler in dieses Match eingreift. Also ist schon Standard. Nächste Woche greift sie garantiert wieder in dieses Frauenmatch ein, wo angekündigt ist. Ich bin gespannt. Also langsam wird es aber auch echt langweilig mit dem Eingreifen von der Shayna Baszler. Und ich hoffe, dass sie den Titel verlieren. Ja, ich habe jetzt sehr lange überlegt, was ich dazu sagen soll. Das Beste an dem Match war der Einzug von Casey Catanzaro. Und ja, dann mit dem Eingreifen. Das brauchte ich. Aber ich brauche Shayna Baszler halt eh nicht, von daher. Naja. Dann gehen wir weiter zum nächsten Match. Ist ja schon das vorletzte Match. Gab hier nur 3 Matches bei NXT. Und zwar gab es da ein Singles-Match zwischen Matt Riddle und Conor Reeves, welches Matt Riddle durch Submission
in der Promotion gewonnen hat. Ja, während des Matches kam übrigens Velveteen Dream, allerdings nicht wie sonst ist er gelaufen, nein. Er lag auf dem Sofa und wurde von zwei netten Damen in die Arena geschoben. Match an sich fand ich ziemlich nice. Matt Riddle hat mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Man hat sich dann echt schon gedacht, das Match wäre früher fertig. Ich weiß leider keine Zeit, wie lange es ging. Aber er war sehr schön. Ein sehr schönes Submission-Move dann vom Endeffekt von Matt Riddle. Da stehen er dann in der Wand. Nach dem Match kündigte dann der gute Velveteen Dream an, kündigte Velveteen Dream Matt Riddle als Sieger des Matches an. Matt Riddle ging daraufhin hoch zum Sofa, trinkt das Velveteens Kelch, ehe er diesen wegwirft. Riddle meinte dann zu Dream, dass sie sich bei Takeover sehen und verschwindet daraufhin im Backstage-Bereich. Danach sieht man, wie auch die Verrotten sonst sich auf das Finale vorbereiten. Und dann wurde noch ein Match angekündigt. In der nächsten Woche wird Bianca Belair auf Kairi Sané treffen. Ja, das Match von Matt Riddle und Conor Reeves war jetzt nicht schlecht. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen weniger davon erwartet. Das liegt aber nicht an Matt Riddle, sondern an Conor Reeves, der ja, finde ich, Volltrottel im Ring ist, sage ich mal. Hat aber ein bisschen was dazugelernt, scheint gute Erfahrungen im Performance Center gemacht zu haben, deswegen alles gut. Und ja, Matt Riddle hat wieder gezeigt, was er kann. Gerade mit den Submissions ist er einfach, finde ich, einer der Besten. Und ich hoffe irgendwie schon, dass er den Titel gewinnt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er ihn nicht gewinnt. Da muss man dann abwarten. Das mit Velveteen Dream fand ich echt geil, wie er da einfach rausgerollt kam oder rausgeschoben wurde. Passt zum Gimmick, einfach nur wunderbar. Die Forgotten Sons mit dem Vorbereiten, ja, war klar, dass man das noch sehen wird. Und auf Bianca Belair gegen Kairi Sane freue ich mich. Wird ein gutes Match, gerade so ein kleiner Vorgeschmack auf das Fatal 4-Way Match. Ich freue mich drauf. Ich erinnere mich noch, ja, Michi, mach du zuerst. Es kann ein gutes Match werden, wenn nicht wieder eine Baszler eingreift. Was sie eh tun wird. Wovon jeder ausgehen wird, ja. Es wird nicht lange gehen, glaube ich, dann greift die wieder ein. Ja, ich fand das Match auch in Ordnung. Matt Riddle ist ja im Ring sowieso super. Und sonst, das, was Conor Reeves gemacht hat, war in Ordnung. Und ja, Velveteen Dream, das war wieder mega. Das war so lustig. Ich habe mich wirklich weggeworfen vor Lachen. Und dann doch, was Matt Riddle gesagt hat, das war super. Ich freue mich echt auf dieses Match. Es kann eigentlich nur großartig werden. So, jetzt darf ich immer. Gut. Jetzt darfst du. Juhu! Also, ich erinnere mich daran, dass wir das geguckt haben und Luki begann den Satz mit, oder begann das Match mit dem Satz: Daniel, du fandest doch den Einzug von Matt Riddle so scheiße. Warte mal auf den von Conor Reeves. Und ich muss sagen, er hatte recht. Ich hatte den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, diesen Einzug. Und um Himmels Willen ist der kacke. Er ist halt the finest. Ja, Alter, nein, ist er nicht. Er ist einfach kacke. So, das nächste ist, ich mochte auch Matt Riddle nicht, weil ich mit seinem Gimmick nicht klarkomme. Ja, ich weiß, es ist seine sehr natürliche Art. Also, er verkörpert das, was er im realen Leben auch verkörpert, das weiß ich. Aber ich finde dieses, ja, mehr so der Drogenabhängige, jetzt mal etwas übertrieben gesagt, etwas schwierig zu gucken. Aber, und hier kommen wir zu einem Punkt, ich sehe auch, was dieser Mann im Ring kann. Und ich habe mich gestern, jetzt spoiler ich wieder, wir haben das gestern erst geguckt, ich habe mich tatsächlich dabei erwischt zu sagen, langsam freue ich mich wirklich mit dem an. Und das Ergebnis sollte mich mal wieder bestärken in dem, was ich gesagt habe. Denn das, was gerade Matt Riddle da abgerissen hat, war absolut fantastisch. So, dieses Mittelsegment mit Velveteen Dream, Achtung Wortspiel, war einfach traumhaft. Also zu dem Moment, wo da in dem Match Velveteen Dream eingegriffen hat, das fand ich mega lustig. Wir saßen da und haben uns nicht mehr gekriegt vor Lachen. Das war schon echt nass, wie er dann Matt Riddle am Ende aus diesem Kelch gedrungen hat und dann einfach weggeschmissen hat. Und dann, wir sehen uns bei NXT TakeOver. Bro. Genau, und damit gehen wir dann weiter zum dritten und letzten Match, und zwar das Finale des Dusty Rhodes Tag Team Classic Turniers, welches Alistair Black und Ricochet gewannen, den die Forgotten Sons, und zwar durch einen Pin von Ricochet an Wesley Blake nach wieder mal einem 630 Senton. Wir erinnern uns an Raw, da hat er auch das Match durch den 630 Senton beendet. Ja, schönes Match, Glück unter Ricochet und Alistair Black.
Bin gespannt, wie es bei Takeover weitergeht. Denn nach dem Match, während die beiden feierten, kamen dann die NXT Tag Team Champions, die War Raiders, Hanson and Rowe zum Ring. Und die wetten sich mit Alistair Black und Ricochet einen Stare-Down, mit diesem dann die Show endete. Ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt auf Takeover, gerade auf dieses Match. Ricochet und Alistair Black, sehr geile Jungs, gegen auch ein hammerales Tag-Team, welches Daniel ja über alles feiert, vor allem wegen ihren genialen Entrance. Die War Raiders, wenn man so bedenkt, die War Raiders, große, stämmige Kerle über ein Ohr, die sind bestimmt halt unbeweglich. Aber nein, ich erinnere mich an die letzten Wargames, auch die an Sims gesehen habe, aber macht ja nichts, an die letzten Wargames, wo die beiden eine extrem geile Performance hingelegt haben, wo man, die man, wenn man sie nicht kennt, nie von ihnen gedacht hätte, wenn man ihre Körperstatur so sieht. Aber genug von mir, genug vom Geschleime. Leute, was haltet ihr davon? Ja, für mich war das definitiv das beste Match diese Woche. Und das, obwohl es ein Tag-Team-Match ist, wo ja viele nicht wirklich Fan von sind. Aber das sagt, denke ich, schon einiges über diese Woche aus. Gerade auch die Forgotten Sons, von dem ich ja jemanden kenne, der sagt, dass sie nichts im Ring können, haben eine echt gute Leistung abgeliefert und haben definitiv gezeigt, dass sie was im Ring können, auch wenn sie sehr viele Backbreaker gezeigt haben. Ja, das Finish war auch wieder nice, wie, ich glaube, das war Cutler, der die letzten zwei Moves gesellt hat, also wie er den Black Mass gesellt hat und dann noch den 630, einfach nur Weltklasse. Und dass die beiden gewinnen werden, war klar, damit sie auf der Card sind, werden deswegen den Titel auch nicht gewinnen, aber ich freue mich schon auf das Match, weil das kann echt nice. Gerade mit den War Raiders, die auch nicht gerade unathletisch sind, sag ich mal. Ja, ich fand dieses Match auch sehr, sehr gut. Auch wenn ich eine Aktion noch in so in Erinnerung habe, die ich fantastisch finde, weil ich diese Aktion noch nie gesehen habe. Das war eine Aktion von einem der Forgotten Sons, nämlich eine Powerbomb in einen Codebreaker. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Eine verdammt schöne Aktion. Also, super. Ich freue mich auf das Match von Alistair Black und Ricochet gegen die War Raiders. Also, ich zum Match muss ich nicht mehr viel sagen. Wurde schon alles gesagt. Das Match war mega. Dieser Black Mason 630, wieder fantastisch. Dann dieser Codebreaker. Hab ich mir gedacht, oh mein Gott, der war schon mega. Und wie Luki schon sagt, Ricochet, Alistair Black haben gewonnen, damit sie auf der Card stehen. Ich denke auch nicht, dass sie gewinnen, weil ich vielleicht noch in der Hoffnung habe, dass sie vielleicht um den Raw-Titel antreten und eventuell den gewinnen könnten. Aber da steht ja noch nichts fest, ob die überhaupt auf der Card stehen. Aber ich denke schon, wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Match zwischen den Raw Raiders und Alistair Black, Ricochet. Ich oute mich wieder als der, der an dem Ganzen was Negatives sieht, glaube ich. Das Match, absolut unbestreitbar, eins der geilsten Matches diese Woche. Problem, was ich damit habe, ist das, was wir gerade schon mehrfach gehört haben. Nämlich, dass das Ergebnis eigentlich schon bekannt ist. Und ich bin gerade etwas erschreckt, als mir aufgefallen ist, dass ich das so sagen muss. Aber ich finde, hier hat NXT das erste Mal, seit ich es so aktiv verfolge, auch einen Booking-Fehler begangen. Und zwar einfach deshalb, weil man beim letzten Wargames den War Raiders den Titel gegeben hat und danach hat man die nie wieder gesehen. Und genau deswegen weiß man im Vorfeld einfach schon, die werden den Titel eh nicht verlieren, weil das wäre total schwachsinnig. Hätte man zwischendurch einfach mal noch ein paar Tag-Team-Matches gezeigt mit den War Raiders, hätte sie etwas anders dargestellt, sag ich mal, also als ja ganz normales Tag-Team halt, was seine Auftritte macht, was ab und zu mal gewinnt, was ab und zu mal verliert, sähe die Sache jetzt anders aus. Man wüsste halt nicht unbedingt zwingend, ob die jetzt gewinnen oder nicht, aber es wäre halt totaler Bullshit, ihnen jetzt den Titel abzunehmen und von daher kann man einfach davon ausgehen, dass eben das nicht passiert. Und das ist so eine Sache, die mich daran stört. So, dann wären wir auch schon durch für heute. Ja, war ja bis auf SmackDown echt eine interessante Wrestling-Woche mal wieder. Wir hatten jede Menge Spaß beim Gucken. Abgesehen von SmackDown haben wir gelitten. Hoffen wir mal, dass nächste Woche SmackDown besser wird. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns Kommentare da. Diskutiert mit uns in den Kommentaren. Lasst uns auf den Plattformen, wo es geht, dann leichter. Ich verabschiede mich dann für heute von euch. Ich bin euer Harry und gebe weiter an die anderen, die sich ja auch lieben gerne noch von euch verabschieden möchten. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So, ich verabschiede mich dann auch.
Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, uns wieder zuzuhören. Und schreibt uns doch bitte in die Kommentare und so, was wir vielleicht verbessern sollen. Und wenn nicht, dann einfach trotzdem danke fürs Zuhören. Und tschö. Tschüss. Das war ja mal ganz schnell tschüss. Also Fazit von dieser Woche. NXT das Beste, dann kommt Raw. Und zum Schluss, Leiter Gottes, mal SmackDown. Es war furchtbar. Seit langem mal eine schlechte SmackDown-Ausgabe. Mehr muss ich nicht sagen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin raus. Tschüss.